Damit herzlich willkommen zurück zu Blood Dragon, Far Cry 3 Blood Dragon, besser gesagt. Aber es geht jetzt nicht weiter auf der PlayStation, nein, es geht hier weiter auf dem PC. Ja, weil mein Spielstand hat ein bisschen Fehler gehabt und ich hatte einfach keine Lust, jetzt nochmal von neuem anzufangen. Aber hier auf dem PC, durch meinen neuen PC, habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal weiter. Und deswegen würde ich sagen, machen wir auch jetzt weiter. Wenn Sie eine Garnison wie diese gesäubert haben, werden Nebenmissionen an den Abenteuerkonsolen verfügbar. Na, Geiselrettung und Fahrt des Raubtiers. Wir sollten die Fans nicht enttäuschen. Ziehen wir das durch. Ah, man, hier. Können wir noch nicht benutzen, wahrscheinlich, ne? Ah, ne, wir müssen jetzt erstmal. Nichts, wovon man nicht wissen muss. Müssen erstmal das hier machen. Alles klar. Belohnung. Schall, Münd und Dämpfer. Geiselgraben ist es, irgendein Wissenschaftlertyp zu befreien, indem sie. Sei vorsichtig, dass sie sich nicht entdecken. Sie machen die. Sie machen die Geisel sonst kälter als der Weltraum. Okay. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin. Ich habe auch hier das Ding auf, wow, auf hohe Einstellungen jetzt. Es läuft absolut flüssig. Also ich bin da schon ein bisschen stolz drauf. Eliminieren Sie die Omega-Force-Soldaten lautlos, sonst töten diese die Geiseln mit äußerster Gnadenlosigkeit. Gnadenlosigkeit. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei. Was haben wir denn an Waffen? Ne? Nein. Dann muss ich mal gucken, ob sie. Die Geisel wird angegriffen. Beschützen Sie den Cyber-Nerd. Beschützen Sie den Cyber-Nerd. Ja, wir nehmen uns erstmal die Herzen. Das war ja relativ einfach. Ja, ist natürlich immer besser, den Leuten den Kopf abzuballern. Weil es ist einfach besser. Können Sie mal herkommen, bitte? Ja, ich komme ja schon. Ja, mit der Ruhe. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? So. Die Wissenschaft hat wieder mal gesiegt. Mit ein wenig Hilfe von Ihnen. Ja. Benutzen Sie das patentierte Schnellreisesystem der Kobayashi Corporation. Öffnen Sie die Karte, wählen Sie eine befreite Garnison und drücken Sie die entsprechende Taste. Das Kobayashi Schnellreisesystem. 85% Präzision bei nur 10% genetischer Degenerierung. Reise mit den zeitsparenden Schnellreisesystem zurück zur Garnison. Spare Lampen Teil des Weges. Knorke. Knorke, ja.
Kriegsspielgesetz werden Sie für alle sekundären Aktivitäten in Ihrem freundlichen Garnisonsshop mit Aufsätzen und Geld belohnt. Wenn Waffen mich stark machen, machen mehr Waffen mich noch stärker. Wenn Ihnen tödliche Tötungshilfsmittel wie zum Beispiel Kugeln ausgehen, reisen Sie zu einer befreiten Garnison und besuchen Sie den dortigen Shop. Ja, Schalldämpfer kann man jetzt kaufen. Da machen wir das doch direkt mal. Tödliche Tötungsmittel. Ja, dann machen wir. Ja, was haben wir denn hier? Munition haben wir hier. Waffen. Enter. Die hier. Den Schalldämpfer. Okay. Super. Ich fasse zusammen. Befreite Garnisonen bieten Shops, Sekundärmissionen und Schnellreisepunkte. Sekundärmissionen schalten Waffen, Aufsätze und Munition im nächsten Shop frei. Und all das zusammen macht sie zu einer glücklichen und funktionierenden Killermaschine. Ja. Würde ich mal so sagen. Haben wir hier natürlich wieder Missionen. Was haben wir denn hier? Fahrt des Haupttiers. Töte ihren Anführer und stoppe ihren Plan, die Menschheit zu unterwerfen. Okay. Bla. Bla. Genau. Schräge Vögel ist unsere neue Mission jetzt. Knapp 60 Metern. Wollen wir mal gucken. Drücke Escape. Geht es darum, ein Ziel mit einer bestimmten Waffe zu eliminieren. Es sei denn, das Team oder ein Alpha Omega Soldat. Nur um zu zeigen, wo der Hammer hängt. Wenn die Waffe nicht hast, wird sie ohne Upgrades gestellt. Wenn dir die Munition ausgeht, denke dran, dass du Nahkampfwaffen verwenden kannst. Also mir wurde ja Zirk gesagt, dass ich mit irgendeiner Waffe denjenigen töten soll. Oder so. So. Das ist eigentlich ein Kasur. Kasur? Aha. Jawohl. Erfolg. Die Insel steckt voller Geheimnisse. Videokassetten aus der vergangenen Filmära. Kalyptus Notizen, wissenschaftlicher Namens, TV-Geräte mit eigenen Figuren, mit eigenartigen Figuren, eine Vielzahl von Tieren zum Jagen, suche gründlich und die Wissenschaftler werden dich dafür mit Waffenaufsätzen belohnen. Das kann ich mit M, kann ich wieder zurückreisen. Schneller ist zu diesem Ort hier. Laservisier. Sehr cool. Na, jetzt geht's natürlich jetzt darum. Was hier? Ne? Laservisier. Natürlich nicht schlecht. Warum nicht? Na? Jetzt müssen wir zum nächsten Ding. Müssen wir mal gucken. Aber der Rest nicht. Oh. Interagieren. Na, werden wir doch mal fahren.
Oh oh. Roll. Das wird nie langweilig. Wow. Okay. Das war nicht sehr effektiv. Habe ich dann immer noch meinen Laserpointer? Ja, habe ich. Erreiche den Damm. Welchen Damm? Egal, benutzen wir trotzdem nochmal. Wohlgemerkt, hier ist eine coole Hook-Figur. Schnell wie möglich wieder hier reingehen. So. Ja. Reiche den Damm, ja, aber wird mir hier jetzt nicht angezeigt. Fahren wir aber erstmal hier lang. Ah, ich muss hier gerade mal weiter. So. Teufel! So. Na komm. Oh, eine Videokassette. Das war dein Kopf. Ja. So. Euch habe ich auf jeden Fall schon mal weniger. Da reißt einem das Herz was. Nur dich habe ich. Oh. Oh. Böse. Ja, böse. Kann ich hier nicht irgendwie was zerstören? Credits kann ich einsammeln. Das ist schon mal etwas. Das ist schon mal etwas. Auf Cyberherzen? Nee.